Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin rund um Bayerns Politik im Juli. Ein letztes Mal vor der großen Sommerpause kamen unsere Abgeordneten im Bayerischen Landtag zusammen, um möglichst viele Entscheidungen vor dem wohlverdienten Urlaub zu treffen. Doch bevor wir mit unserer Zusammenfassung beginnen, unser Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Jürgen Baumgärtner, 42 Jahre alt und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Der gebürtige Kronacher hat sich schon immer für Politik interessiert. Schon früh im Grundschulalter wollte er sich mit seinem Engagement einbringen. Begonnen hat meine politische Laufbahn mit der Wahl zum Klassensprecher. Über den Klassensprecher habe ich mich in der Schülermitverantwortung engagiert. Von der Schülermitverantwortung über viele Umwege kam ich zur katholischen Jugend, von der katholischen Jugend zur Jungen Union, von der Jungen Union letztlich zur CSU. Seit 2013 bin ich Mitglied des Bayerischen Landtags für den Stimmkreis Lichtenfels-Kronach. Seit 2010 bin ich CSU-Kreisvorsitzender der Frankenwald-CSU. Im Bayerischen Landtag vertritt er für die CSU die Interessen seines Wahlkreises Kronach-Lichtenfels. In dieser Tätigkeit ist er Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Pflege sowie für Wirtschaft, Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie. Hier in dieser Region geht es vor allem darum, die Region so aufzustellen, dass sie den demografischen Wandel bestmöglichst meistern kann. Wir hier im Stimmkreis Lichtenfels-Kronach haben einen ganz hohen Nachholbedarf an Infrastruktur. Es wird also darum gehen, die Infrastrukturmaßnahmen anzupacken. Die politische Arbeit ist zeitintensiv. Abschalten und Kraft tanken kann er beim Joggen durch seine Kronacher Heimat. Am liebsten verbringt er die Zeit nach erledigter Arbeit aber mit seinem Sohn. Die wenige freie Zeit, die ich habe, verbringe ich mit meinem Sohn. Fahrradfahren, Fußball spielen. Ja, und wir stellen uns auch gemeinsam dem mathematischen Wahnsinn. Das Betreuungsgeld von 150 Euro monatlich wird an Eltern gezahlt, die für ihre ein- und zwei Jahre alten Kinder selbst sorgen. Das sind knapp 500.000 Familien, davon etwa 95% Mütter. Doch jetzt steht dieser Familienzuschuss vom Staat auf der Kippe. Denn vor wenigen Tagen hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Gesetz zum Betreuungsgeld für rechtswidrig erklärt. Der Bund hätte hierfür keine Kompetenzen, sondern allein die Länder selbst. Deshalb will die bayerische Regierung am Betreuungsgeld festhalten. Die Opposition empfindet diese salopp gesagte Herdprämie als Schmälerung der Erwerbsmöglichkeiten. Ich finde es als Frau und auch, da glaube ich, ich spreche hier auch für viele Frauen in unserer Gesellschaft, fatal, wenn man mit solcher einer Herdprämie mit Geld Mütter dazu veranlasst, zu Hause zu bleiben, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Und für die Kinder ist es vor allem wirklich verheerend, weil hier gehen wirklich wichtige pädagogische Ansätze, frühkindliche Bildung, die oft in einem Haushalt nicht geleistet werden, gehen verloren. Und was Hans nicht lernt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die Haltung der CSU, auch meine feste Überzeugung als Sozialpolitiker, ist, dass wir die Eltern nicht im Stich lassen sollten und dass wir jetzt ein Landesbetreuungsgeld schaffen sollten, um einfach die Eltern dann auch die Wahlmöglichkeit zu lassen zwischen einerseits Betreuung in der Kinderkrippe oder auch die Betreuung zu Hause. Also ob man jetzt das Kind in die Kita bringen soll oder zu Hause erzieht, das muss einfach jedem selber überlassen werden. Und man kann nicht nur einen Weg fördern. Und die Opposition hat sich heute auch wieder im Plenum da dermaßen drüber lustig gemacht, über diesen einen Weg. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ich weiß, dass es viele Leute angreift. Und das, ja, finde ich, gerade als Vertreterin meiner Generation, muss ich sagen, verärgert mich das ziemlich. Die CSU gerät mit dem Gerecht so häufig und regelmäßig in Konflikt wie innerhalb der Europäischen Union, sonst nur noch die autoritären Parteien, vielleicht in Ungarn oder in Rumänien. Bayern wird an den Erfolg des Bundesbetreuungsgeldes anknüpfen. Wir werden die Wahlfreiheit der Eltern mit einem Betreuungsgeld auf Landesebene stärken, das Betreuungsgeld auf Landesebene fortführen. Und Wahlfreiheit ist doch das, was die Eltern wirklich wollen und nicht eine eingegrenzte Möglichkeit. Wohin mit den vielen Flüchtlingen? Die Diskussion um die Asylpolitik in Bayern ist heißer denn je und beschäftigt unsere Abgeordneten in jeder Sitzung. Die Aufnahmelager sind voll, die Gemeinden wissen nicht, wohin mit den Ankömmlingen.
Ministerpräsident Horst Seehofer will deshalb in spätestens 3 Monaten 2 Aufnahmezentren bauen, in denen Verfahren von Flüchtlingen mit geringer Bleibeperspektive, also überwiegend aus dem Balkan stammende Asylsuchende, in 2 Wochen abgewickelt werden können. Die Opposition im Landtag sieht das als eine Schande für Bayern. Was macht man, wenn man große Herausforderungen, große Aufgaben hat? Man packt sie an, man jammert nicht, man klagt sich, man verschiebt sich nicht die Verantwortung auf andere, sondern man stellt sich der Verantwortung. Beim G7-Gipfel konnten Sie sich selbst nicht genug loben, dass Sie ein tolles Projekt geschultert haben mit großer Kraftanstrengung. Wir hatten vor 3 Jahren 80.000, dann 130.000, dann 200.000, heuer 500.000. Wenn es so weitergeht, haben wir nächstes Jahr 1 Million. Bei den unbegleiteten Minderjährigen steigt es dramatischer noch an im Prozentsatz. Und deswegen sage ich, meine Damen und Herren, wir haben kein rhetorisches, sondern wir haben ein reales Problem in diesem Staat. Ich sage Ihnen, Sie betreiben hier Staatsversagen, Sie betreiben Politikversagen. Sie sind dieser Situation nicht gewachsen. Auch unsere Bevölkerung möchte mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen werden. Und deshalb sollten wir wenigstens darin einen Konsens haben, dass wir in doppelter Verantwortung stehen, dass wir unsere Bevölkerung unterstützen mit ihren Anliegen. Dafür muss sich niemand entschuldigen, das ist unser Auftrag. Dafür haben wir auch das Vertrauen erhalten, dass wir in Verantwortung stehen gegenüber den schutzbedürftigen Personen, die zu uns kommen, weil sie um ihre Gesundheit, um ihr Leben fürchten müssen. Und liebe Freunde, dieser Verantwortung werden wir dann gerecht und guten Gewissens gerecht, wenn wir gleichzeitig, was übrigens bei uns im Lande selbstverständlich ist, Ungerechtigkeiten, Missbräuche, Rechtsbrüche aufnehmen, verhindern und eindämmen. Nur wenn wir diese Dinge so differenziert sehen, liebe Freunde, werden wir diesem Problem Herr werden. Und ich bitte bei aller Emotionalität und allen politischen Erwägungen, die da eine Rolle spielen können, orientieren wir uns an der Lebenswirklichkeit in unserem Lande. Ich danke. Die Leser der größten Abo-Zeitung Schwabens fanden am vergangenen Samstag in ihrer Zeitung eine Beilage mit dem Titel Familienbund mit T am Ende geschrieben. Das Magazin stammt vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg, wird aber vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Soziales und Familie gefördert. Dort fanden sich unter dem Titel Diktatur durch Verwirrung unter anderem 10 Thesen gegen die Homo-Ehe. Verschiedene Vereine und Institutionen forderten deshalb von unseren Politikern, Maßnahmen im Bayerischen Landtag zu ergreifen. Manche Vereine sprachen sogar schon von der Grenze zur Volksverhetzung. Hier die Diskussionen aus dem Plenum. Dieses Pamphlet ist ganz, ganz fürchterlich. Ich erzähle es Ihnen später beim Kaffee, weil da so viele jetzt draußen sind beim Kaffee. Aber das Schlimme für mich war, als ich dieses Pamphlet gelesen habe, habe ich rechts unten gesehen, das Ganze wird gefördert vom Staatsministerium für Familie und Soziales. Und ich sage Ihnen eins, das war für mich der Schock. Es geht nicht, dass aus Steuergeldern subventioniert wird, eine diskriminierende Zeitungsbeilage herzustellen. Es ist einfach ein No-Go. Nehmen Sie das bitte noch mal zur Kenntnis, dass ich mich von Artikeln dieser Art, ich habe mir das sehr wohl durchgelesen, natürlich jetzt erst aufgrund des Dringlichkeitsantrages, distanziere und nicht für den richtigen Weg der Auseinandersetzung halte. Deswegen glaube ich aber trotzdem, dass es sinnvoll ist, stellen Sie eine Anfrage, Sie kriegen die richtige Antwort, Sie kriegen es jetzt auch von der Staatsregierung. Und da so ein Popanz aufzubauen, ist vielleicht dem Sommertheater geschuldet, aber nicht einer vernünftigen Oppositionsarbeit. Kommen wir zu einem anderen Thema. Verstöße gegen das Vermummungsverbot und das Mitführen von sogenannten Schutzwaffen stellen in Bayern eine Ordnungswidrigkeit dar und keine Straftat. Das ist insbesondere der Polizei zu wenig strafbewehrt. Schließlich ist dies bereits in 14 anderen Bundesländern anders. Ist also der bisherige bayerische Weg noch situationsgemäß?
Bundeseinheitlich wird schwierig aufgrund von Föderalismus. Länder haben hier ihre Eigenständigkeit. Wir in Bayern sind, und ich persönlich und die SPD-Landtagsfraktion, sind strikt gegen dass es eine Straftat wird, sondern dass es bei einer Ordnungswidrigkeit bleibt. Und wir glauben, dass eine Straftat eher dazu führen würde, dass es zu mehr Eskalation kommt und damit die Polizei eigentlich noch mehr Aufgaben bekommt. Eine bundeseinheitliche Lösung ist nicht machbar, weil die Zuständigkeit hier bei den Ländern liegt. Man muss allerdings auch wissen, dass von den 16 Bundesländern bereits 14 Bundesländer dies als Straftat eingeführt haben, würde ich mal sagen. Und ich persönlich bin dafür, dass das geändert wird, und zwar auch in Bayern als eine Straftat letztendlich auch geahndet wird. Es ist interessant zu beobachten, dass wir in Bayern keine Probleme mit Gewalttaten bei Demonstrationen haben, dass gerade wir jetzt unser funktionierendes Demonstrationsrecht verschärfen wollen. Also ist für uns überhaupt nicht einsehbar. Kriminalisierung willen gehen wir nicht mit. Ich stimme da der Polizei absolut zu. Das Versammlungsrecht ist ein ganz wichtiges Grundrecht in unserer Gesellschaft. Wenn aber das Versammlungsrecht missbraucht wird, um Straftaten zu begehen, sich zu vermummen und dann Steine, Flaschen, Molotow-Cocktails und so weiter zu werfen, dann kann der Staat da nicht tatenlos zuschauen. Ich finde es richtig, auch zum Schutz der Demonstranten, der friedlichen Demonstranten, dass man eben trennt zwischen denjenigen, die friedlich für irgendein Anliegen eintreten, und denjenigen, die nur Straftaten begehen wollen. Und deshalb halte ich es für richtig, dass wir ein Gesetz machen, das praktisch das Vermummen und das Beisichtragen von sogenannten Schutzwaffen als Straftat fest normiert wird. Die Mietpreisbremse wurde vom bayerischen Kabinett beschlossen und soll ab dem 1. August 2015 in Kraft treten. Der Beschluss findet nicht bei allen Fraktionen Zustimmung. Wir wollten daher wissen, was bedeutet denn diese Entscheidung für den bayerischen Mietmarkt? Nun, es war höchste Zeit, dass die Mietpreisbremse endlich beschlossen worden ist. Sie kam leider viel zu spät. Im Vorgriff auf dieses Gesetz wurden gerade in den Ballungsräumen die Mieten nochmal im Vorgriff erhöht. Also es ist ein ergänzendes Instrument, um Mieter vor explodierenden Mieten zu schützen. Das ist gerade auch im Bereich des Bayerischen Untermains in Aschaffenburg der Fall. Die Stadt Aschaffenburg hat sich lange Zeit nicht gemeldet gehabt, aber sie hat sich dann auf unsere Pressemitteilung hin positioniert, und wir haben die Fakten, die noch vorgetragen wurden, bewertet. Wenn ich jetzt Aschaffenburg, die Region Bayerischer Untermain, nehme, wir sind Metropolregion, wir sind Hochschulstadt, das heißt, auf dem Mietmarkt wird es enger, und Gott sei Dank, auf Druck der Kommunalpolitik, ist Aschaffenburg jetzt mit aufgenommen in die Mietpreisbremse, und das ist auch dringend notwendig. Ja gut, der Beschluss ist jetzt vorhanden. Jetzt gilt es aber auch darum, sage ich mal, mit den Kommunen vor Ort die Dinge auch abzusprechen, wie man es ausgestalten kann, beziehungsweise wo es in Kraft treten kann. Und ich denke, dadurch wird auch in gewisser Weise sich der Markt neu orientieren müssen an der Stelle. Zu Beginn des Monats wurde die bereits seit vielen Jahren stark diskutierte Hypo Alpe Adria ganz still und leise abgewickelt. Der anhängige Rechtsstreit mit dem Nachbarland Österreich soll nun durch einen Deal beendet werden. Bayern klagte auf über 2,4 Milliarden Euro. Ein Vergleich bringt jetzt die Hälfte, also 1,2 Milliarden Euro, in die bayerische Staatskasse. Was für die Regierungspartei ein großer Erfolg des Finanzministers ist, ist für die Opposition ein Armutszeugnis der Verhandlungsgeschicke der Regierung. Bei diesem Thema höchsten Respekt vor Finanzminister Markus Söder. Ihm ist es gelungen, ein Thema doch jetzt einigermaßen aufzulösen, das uns über Jahre viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Ja, ich muss sagen, das ist ein mittleres Desaster, was hier Finanzminister Söder letztendlich hier kundgetan hat. Er ist eingeknickt vor Österreich. Und das ganze Desaster kostet uns jetzt mittlerweile dann 5 Milliarden Euro. Das ist dem Steuerzahler in Bayern überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Es ist schön, dass wir jetzt eine Einigung erzielt haben, die für beide nicht einfach ist, aber wo beide auf Augenhöhe damit leben können. Und für die Bayern heißt es, haben über 1,2 Milliarden, die wir gesichert haben, egal wie die weiteren Verfahren ausgehen. Ich kann mich noch an die Rede vom Finanzminister Söder erinnern, wo er vollmundig versprochen hat, dass er knapp 3 Milliarden davon zurückholen will. Jetzt sind es 1,2 Milliarden. Sehr, sehr schmerzhaft für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Bayern.
Soweit die aktuellen Geschehnisse aus der bayerischen Politik vor der langen Sommerpause. Auch wir von Plenum TV machen Urlaub und wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Ich verabschiede mich bis zum September, wenn unsere bayerischen Politiker sich wieder treffen. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao, Servus.